Dali. Es geht an meine Hermanos, meine Hermanas, an jeden da draußen, der diskriminiert wird, der ungerecht behandelt wird. Wir sind alle gleich. Escúchame. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao, con mi gato activao. Ustedes no me lo han dado. Oiga que cherreo. Me cogí un caso y apuntaron el dedo. Ya no era el rey del perreo, ahora era este gato y otro posible reo. Que me metieron preso, dos dijeron mal los veo. Yo no les creo a su sistema de reformación ingrato. A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato. Y yo aquí pichando, aguantando, callando. Si nadie es perfecto, ¿de qué me estás buscando? Y hace con mi vida lo que cualquiera puede. Vivir como quiere, tener sus placeres y mi gente. Yo no soy distinto a ustedes, yo hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Me dieron las primeras planas, cogen raperos con marihuana y pistola y cosas raras. Solo quedaré en su mente clara cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba. Y aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumba y con mis ojos colorao, con mi casco activao. Ustedes no me lo han dado. Hör zu, sie urteilen über mich, doch kein Mistero. Und meine Hermanos sind keine Gangster und Bandoleros, no, no. Ich bin Joe Mismo und bin eigentlich ein Lieber. Doch wieso checkt ihr niemand, wir sind alle ne Familia, Chico. Leute, sie schießen wegen nem Kraut, Chico. Und die Fäuste, sie fliegen wegen der Haut, Chico. Ja, wir bekriegen und teilen die Welt durch sieben und fliehen. Nein, sowas nenn ich nicht lieben, Mann, ich bin raus, Chico. Gracias, gracias. Oh, und da sind ein paar Cheerleader für dich. Mi familia. Alles gut? Fühlst du dich gut? Ja. Ja? Happy mit deinem Auftritt? Auf jeden Fall. Ich hoffe, Sie sind's auch. Dann setzen Sie ihn auf ein Hot Seat per App. Ganz, ganz einfach. Nico, würdest du ihm eingeben? Ey, für mich, Joe Mismo, also erstmal. Vielen, vielen Dank für diese Message. Ich glaube, das ist eine Message, die man jeden Tag hören sollte. Und deswegen erstmal dafür vielen, vielen Dank. Du hast dich nicht gescheut. Du hast dich nicht gescheut. Heute Abend hier eine Message auf die Bühne zu stellen und dafür verdienst du riesen, riesengroßen Respekt. Ich weiß, du bist ein Stil von Team Mark und das hat Sarah wirklich super, super gut gemacht, weil es hat auch das ganze Team nochmal mehr Vielfältigkeit gegeben und ey, für mich dieser Song Don Omar, das ist immer schon Legende gewesen und du hast dem extra neuen Twist gegeben. Du hast, ich glaube, wahrscheinlich einen eigenen Text dafür nochmal geschrieben, ne? Auf Deutsch, ja, wahrscheinlich. Ja, freestyled, ne? Gerade, ey. Einfach einen neuen Text geschrieben. Dankeschön, wirklich. Marc, wie sehr tut das weh, Joe Mismo jetzt in Team Sarah zu sehen? No, tut null weh. Zero. Tut null weh. Zero, zero. Nee, ich freue mich, dass du da bist. Du bist wirklich aus dem krassesten Battle rausgeflogen, das es gibt. Und die Rezones sind weitergekommen, knapp so. Bin. Ja, da sind sie, ne? Und ich liebe das, was du da machst auf der Bühne. Ne? Es ist, hat so einen ganz eigenen Flavor, einen ganz eigenen Style. Es ist sehr jetzt so. Ich verbinde dich gar nicht nur mit Rap und Hip-Hop, ehrlich gesagt. Für mich bist du mehr als das. Du bist ein richtiger Künstler. Und jetzt hast du auch deine eigene Message auf die Bühne gebracht und so. Ich finde, wirklich. Und Sarah, du hast ja eigentlich in den Blinds gar nicht gedrückt. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich war an dem Punkt, wo ich nicht mehr drücken konnte.
Aber ich bin großer Fan. Ich habe es damals in meiner Corona-Zeit vom Fernseher aus, vom Monitor aus beobachtet und dachte so, boah, was ist das für ein krasser Typ? Warum ist der eigentlich in meinem Team? Was soll das? Jetzt bist du da. Ich freue mich sehr. Du hast eine wichtige Botschaft, aber du bist vor allen Dingen cool. Du siehst cool aus. Du hast wirklich Star-Appeal. Ich finde, du hast wirklich was von einem, fast von so einem US-Künstler, der hier irgendwie zu Gast ist irgendwie. Machst du wieder ein Ding? Danke. Und vor allen Dingen, das Ding ist, bei dir, du lässt dich nicht aus der Ruhe bringen und du hast diese Energie, die einen in einen, die einen in seinen Bann zieht. Sagt man das so? Die einen in einen. Du ziehst mich auf jeden Fall in deinen Bann und den Laden hier auch. Und ich bin gespannt, was die Leute jetzt sagen, aber ich glaube, egal jetzt, was heute hier passiert, du wirst auf jeden Fall dein Ding machen, Jomismo. Absolut. Dankeschön. Danke, Marc, danke, Nico. Und danke, Sarah, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dir nochmal was zu erzählen. Danke an alle.